Jungs, in der Regie alles ready? Okay, alles klar. Jo, ich hab den Text hier, wir sind ready. Okay. Na dann mal rein in die Scheiße. Ladies and Gentlemen, auch heute wieder zur besten Sendezeit, zur Primezeit, ihr Legendary Host Hand of Blood. Beate! Uli! Danke, danke, meine Damen und Herren. Ja, herzlich willkommen zurück zu drei schäbige Spiele. Dem Erfolgsformat hier aus Zentralspandau. Heute ist mal wieder soweit. Wir wollen die Perlen der Steam-Kultur nach oben befördern. Sie befreien aus ihrem Loch und einer breiten Öffentlichkeit das Ganze präsentieren. Dafür gehen wir selbstverständlich auf Steam. Und schauen uns mal die Neuerscheinungen an. Und dann gehen wir natürlich auf nicht beliebte Neuerscheinungen, weil ist ja uninteressant. Wir gehen auf Neuerscheinungen. Und dann gehen wir auf alle Neuerscheinungen. auf alle Neuerscheinungen. Denn selbst hier will Steam noch vorfiltern. Das ist natürlich Quatsch. So, und jetzt lassen wir uns mal berieseln. Was kam denn heute alles raus? Also, es ist eine ganze Reihe an Spielen. Guck mal, alles 16. Juli. Meine Fresse. Gut, fangen wir von oben an. Depp. Prolog. Kostenlos. Schauen wir mal rein. So bleibt mir glatt die Spucke weg. Es sah jetzt gar nicht scheiße aus, aber ultra speziell. Ich fühle mich ganz anders. Lead your depths to safety through an eerily beautiful while fighting of threats of abundance of wanting pain and twist companions into something alien terrifying. Achso, ist 2021 verfügbar? Hä? Achso, haben wir ja heute. Ich will jetzt gar nicht hier so durch die Blümelein reden, ne? Wir bauen richtige Scheiße. Sticky Orbs. Simple and interesting games. Junge, die haben ihren Monitor abgefilmt. Die. Das habe ich noch nie gesehen. Die haben einfach als Steam-Trailer für das Game ihren scheiß Mond. Man hört den PC im Hintergrund rauschen. Zum Raummikro, Alter. Was? Happy Guy. Oh nein. Kimi no himitsu subete shitteru wa yo. Die Krankenschwester. Ich ni nakasete kudasai. Kyou wa sugoku isogashikatta no. Demo ureshii desu. Lass mich in Ruhe. Alter, ich hab's geschafft zu weinen. Ich habe das erste Mal in meinem Leben geschafft, auf Kommando zu weinen. Ich kenne nur eine Person, die das noch kann. Das ist Henning Semrau. Die alte... Scheiße, nein. Naja, vielleicht hat mich der Trailer jetzt wirklich... Ich weiß auch nicht. Hanabi Summer Festival. Oh, ist auch ein tolles Artwork. Junge! Hey, ist ein Eichhörnchen. Mit einer Shotgun. Der schießt mit Feuerwerkskörpern. Unterhalb des Jahres. Das ist höchst illegal. The Secret Blue Forest. Oh nein, nicht schon wieder sowas. Was ist der orangene Block oben links im Bild? Ist es seine Lebensanzeige oder was? Alter, ist ja der übelste Fiebertraum. Was? Jetzt ein Kindermalbuch? Hä? Also ich muss sagen, das sieht schon echt vielversprechend aus. Also mein ganz neuer Stil auch, so halb Knete, halb, wie nennt man das, wenn das nur so aus Dreiecken besteht, polygonmäßig. Ich bin kein Game Designer, aber das hat einen Stil, glaube ich. Die Lebensanzeige, die, also ich gehe mal davon aus, es ist die fucking Lebensanzeige. Die fucking Lebensanzeige. Ich bin Henno. Ja, und 40% Rabatt. Also ich würde das jetzt in den Warenkorb ballern.
Was ist das für ein Bild? Ist ja schon ein richtig gutes Vorschaubild. Code Angel. Let the hunt begin. Das ist so ein Spiel, das hinterlässt halt Fragen. Ne? Was haben wir noch? Helios. Oh mein Gott. Jo, bei dir alles klar, Hino, Digga. Abfahren. Na klar, bei mir ist alles gut, Digga. Nicht bei dir, Hino. Ja, bei mir auch alles klar, Digga. Abonniert, Hand auf Blatt. Hat eine Fresse, Digga. Mashallah. Distant Memorario, Digga. Oh nein. Ja, cooles Anime-Intro, aber wo ist das Game? Ghost Hunters Corp. Oh, ey, das sieht... Es ist halt original Phasmo. In Scheiße, oder? Okay, man hat eine fette Knifte. Benutze Taschentücher. Wie der sich so durch den Raum bewegt, ey. Junge, das hat in den Augen wehgetan. Drunk Soccer is the best soccer. Für 67 Cent. Alter, was? Die treten richtig nach, Alter. Oh, Alter. Was für eine Scheiße. Ja, was soll ich sagen? 067 hat mich abgeholt. Ab in Warenkorb. Damit haben wir unsere beiden Titel runtergeladen und gefunden. Das dritte soll natürlich besonders scheiße sein. Das ist das Highlight am Schluss, wenn ich eh schon nervlig am Ende bin. Wir gehen auf SteamDB und stellen bei der DB-Wertung das Ganze mal auf 25% und gucken mal, was kommt. Ich meine, im Grunde machen wir es wie immer. Das Schlechteste wird abgearbeitet. Construction Machine 2014 mit 238 Rezensionen, das ist viel, sehr negativ. Also das ist schon nur 8%. Der Bewerter fand es positiv. Hatte ich das nicht letzte Mal schon? Ich glaube, das hatten wir aber rausgecuttet, weil ich das... Das gab es irgendwie in Deutschland? Nee, das sagt mir gar nichts. Das ist neu da unten im Keller. Ich habe noch nie so einen coolen Bagger-Trailer gesehen. Alter, in Dubai. Krass. Wo ist das Häufchen? Läuft momentan nicht. Umständliche Grafikeinstellungen, wenn ich Karriere starten möchte, kommt ein Exo-Fehler. Ab in den Warenkorb. Junge, meine Steam-Bibliothek, also mittlerweile ist so ein Haufen Scheiße drin. Also, als erstes The Secret Blue Forest. Das war, glaube ich, in der Reihenfolge das erste. Ich habe noch nie ein so beschissenes Hauptmenü gesehen. Holy shit. Das ist sogar 4 zu... Hä? Das ist unscharf. 4 zu 3. Was, haben die es im Paint gemalt? Ach du Kacke. Meine Augen bluten. Ah, man muss da draufklicken. Junge. Ja, irgendwie müsste ich eigentlich die Musik anlassen, weil die so verstörend ist. Auf der anderen Seite... Okay, geh mal rein. Gut. Hier sind wir. Die Hütte brennt, oder was? Was ist das für eine Kamerasteuerung? Ja, hallo. Junge, der Hund aus dem Jenseits. Oh, okay. Okay, was muss ich machen?
Mein Haus brennt. Warum sagt niemand? Der Hund Schilder. Gut, dann gehe ich mal. Was ist das für eine Animation? Das ist schon echt ein bisschen unheimlich, bin ich ehrlich. Dahin sind Tiere. Die schlachte ich. So, komm mal her, liebe. Wo sind die hin? Was ist dieser hässliche orangene Block oben links? Irritiert mich irgendwie. Ich bin gefangen in diesem Tal. Es sind zwei Hirsche. Hier fliegt irgendeine blaue Substanz. Mein Haus brennt. Niemand redet mit mir. Ist ja einfach nur ein Unfall. Ist ja ein richtiger Unfall, dieses Game. Fiebertraum. Ist wieder ein Fiebertraum. Ist so wie so ein richtiger Albtraum. Ich meine, guckt euch den an. Ich hab euch tot, Kinder. So, wo sind wir jetzt? Jo. 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 Oh, Doppelsprung. Jo. Ich bin nochmal rüber. Jo. Das sind hier ganz neue Game-Mechaniken aus dem Jahr 2021. Jo, 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 jo. 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 Hä? Hey, sind Frösche, die mich angreifen. Oh Gott, was? Angreifende Killerfrösche. Hack die weg. Alter, what? Es ist wirklich der Lebensbalken. Es ist wirklich... Also ich glaube, dieses Spiel soll... Also wer auch immer das Spiel gemacht hat. Also derjenige braucht Hilfe oder diejenige, ne? Also es ist ja... Es ist... Oder es ist Kunst. Oh, oh Gott. Wo ist der Frosch? Was mache ich mit meinem Leben, Junge? Was geht hier ab? Jo, jo. Zack, easy. Jo. Es ist so schwer, die zu treffen. Die Mechanik, Digga. Es ist einfach geil. Oh ja, ich hab ihn. Jo. So, jo. Wann kommt der Endboss, frage ich mich, ne? Oh. Ah, oh. Hä? Da war keiner! Jo. Alter, okay, alte 4. Jo. Ich kann's nicht installieren. Hä? Herunterladen. Ey, ich brühe nix. Ich brühe nix. Ach, weil ich drunk bin, oder wie? Oh mein Gott, weil ich drunk bin, muss ich immer gegensteuern. Was? Alter, hä, was? Wer hat sich das denn ausgedacht? Okay, Jungs, drehen wir sie um. Hey! Wo ist der Ball? Gib den Ball. So, Fußfeger. Aua. Hol den mal aus der Ecke. Aus der Ecke. Hol mal den Ball aus der Ecke. Hä? Tor? Wir haben ihn von hinten ins Tor befördert. Schieß. Ich stehe frei. Oh Gott. Jo, was ist das für ein Unfall? Die Kamera, also die... Oh, Tor, oder? Jo, ich hab ein Tor gemacht. Und ich hab einen Steifen. Schiri, wie lang noch? Oh Gott! Warum trittst du mich? Alter. Bitte, lass mich in Ruhe. Lass mich doch in Ruhe! Wir sind in einem Team. Ja, er ist umgekippt. Abfahrt. Über links außen. So, jetzt komm ich. Ja. Marcelo, komm. Ja. Ein Tor. Ehre. Komm jetzt. Pressing, Pressing. Zum Ball, Jungs. Zum Ball. Schöner Weitschuss. So, den latsch ich nochmal um. Der kippt einfach dabei nach hinten um. Es ist gar nicht worth, andere wegzutreten. Ah, der will mich. Ah! Schiri! Au! Ey, der tritt einfach nach. Was eine Scheiße. Ich kann euch das nicht mal schön präsentieren, weil ich die Kamera, ey. Und der eine hier. Nur eine Abwehr. Komm, wir sind in der Überzahl. Im Sechser. Los! Ey, das ist ja der Horror. So. Ey, ich krieg Kopfschmerzen, Leute. Sorry, Alt F4 ist. Last but not least, Construction Machines 2014. Starten.
Ich bin mega gespannt. Ich meine, das hat wirklich, also über 200 Rezensionen und nur 8% sagen, yo, gönn. Warum startet es nicht? Es startet nicht. Warum habe ich eine Minute Spielzeit? Das ist gelogen. Hä? Junge, ich kann es nicht starten. Man kann es nicht spielen. Man kann es nicht spielen. Leute, ich habe einen Termin. Es ist Freitag Abend. Ich bin zum Essen verabredet. Jetzt start das Game! Produkt rückerstattet. Das ist die größte Herzchen, die ich je hier gesehen habe. Dass man dafür überhaupt Geld verlangt, ist eine bodenlose Frechheit. Seit einer Stunde versuche ich, den ersten Schritt zu machen. Immer fällt dieses scheiß Baggerteil auf den Rücken und nichts geht mehr. Junge, die Rezension. Also von dem wackelnden Menü kann einem schlecht werden. Meine Frau wollte schon fragen, ob die Antenne kaputt ist. Hä? Jo, wackelt die Antenne, Rüdiger? Rotz, Herzchensteuerung, sehr schlecht, kein Geld wert. Jo, ich gucke mir das jetzt auf YouTube an. Also kein Spiel entzieht sich meinem Tests, Digga. Hier haben wir ja jetzt ein Review. Worth the Buy. Tolles Format, toller Kanal. Ist auch verlinkt, könnt ihr gerne vorbeischauen. Construction Machines 2014. Is it worth a buy? Become a boss of a construction company. Demolish old houses. Flatten the ground. This is what you do. Right, guys, the first thing I wanted to know is that this costs $6.99. That's right. $6.99. Junge, ich glaube, er hat danach einen Schlaganfall oder einen Nervenzusammenfall bekommen. Was ist denn da los, Alter? You could, let's say, buy a goldfish. You could buy a goldfish and keep it in your bath. And, der Vergleich. Es kostet 6,99. Du könntest ja auch einen Goldfisch kaufen, Digga. I could get 10 minutes with my psychiatrist for $6.99. And then want to kill yourself when you realize that it's the worst game ever, 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 guys. Ever. 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 This game, it is so fucking bad. It's a game where the tasks are so fucking boring. Guys, I can't. Junge. Gut, also ich glaube, das sagt alles. So, wer auch immer auf die Idee kam, es sei ein geniales Feature, wenn die Kameraperspektive sich unkontrolliert dem Spieler entgleist. Dem sollte man mittels Bierbong 10 Liter feinstes Essig per Druckbetankung in den Afterballer. Tschüss, müsst ihr wissen. Nein. Kommentare erlauben, klar. Tschüss. The Secret Blue Forest. Guck mal, Entwickler Joel Carter ist halt echt ein Dude. Also ich würde gerne diese Rezension wirklich an ihn richten. Weil ich glaube, entweder braucht er Hilfe oder er will Menschen schaden. Ich probiere es mal. Dear Joel, I've got the feeling that you want to express your feelings during the game development phase, ja, ist ja klar. For me, it was a strange but special experience playing your game. Until now, I walk around, I walk in a big circle around frogs, ja? And also in general, I think I will not sleep good tonight. Thanks for nothing. If you need help, then answer this abonniert Hand of Blood. Kommentare erlauben? Ja, ich würde es empfehlen. Tolles Spiel. Was soll ich sagen? Das war eine ganz, ganz, ganz
wilde Folge von drei schäbige Spiele. Ich bin total fertig. Ich bin emotional und auch körperlich so im Eimer. Es ist einfach immer wieder eine Grenzerfahrung. Ich liebe dieses Format. Solltet ihr es auch lieben, lasst gerne ein Like da. Bestäubt eure Freunde, Familie, euren Lebenspartner, eure Lebenspartnerin mit einer Brise dreischäbige Spiele. Würde mich sehr freuen. Ich muss sagen, es ist mein Lieblingsformat geworden. Aber ich habe das Gefühl, es braucht ein bisschen, um auf diesem Kanal wahrgenommen zu werden. Daher, also würde mich wirklich freuen, wenn ihr das weiterempfiehlt. Sollte euch das gefallen. Ansonsten, wir sehen uns im nächsten Video. Schaut auch bei meinem Zweitkanal vorbei und habt noch einen stabilen Tag, Alter. Ich gehe jetzt erstmal 3 Tage in die Eistonne. Tschüssi.